Moin Moin Freunde, in der heutigen Folge baue ich am Dachgeschoss erstmal weiter. Hier die Spanen rauf, die Dachfläche soweit fertig machen wie geht. Also mir fehlen Teile, weil ich die noch nicht bekommen habe, aber man sieht schon, wohin die Richtung geht. Hier habe ich schon mal die Hoses gesetzt, auch hier fehlen wieder Teile. Einmal 1 Plate sind dunkelgrau, leider nicht genug vorhanden und unter dem Strich fehlen da, was weiß ich, 20 Stück. Eigentlich lächerlich, aber ist halt so. Die Giebelseiten, die Innenwände, die habe ich hochgezogen. Habe ich auch schön verstärkt hier und dann mit dem Technikmauerwerk verbunden. Auf der anderen Seite war das auch schon fertig, habe ich aber dann wieder eingerissen, weil hier noch die Dachspannen dann angepasst werden müssen, beziehungsweise das Mauerwerk wird dann an die Spanen angepasst. Hier muss ich dann noch irgendwie so eine kleine Lücke schaffen. Und dann wird das eingebaut sozusagen. Gut. Ja, weil es eigentlich schon absehbar ist, dass ich das heute nicht fertig bekomme, hier den Dachstuhl, weil auch wieder Teile fehlen, werde ich wahrscheinlich hier dann noch Grünzeug setzen und dann mal gucken, wie weit ich komme. Und dann können wir hoffentlich dann demnächst mal anfangen mit Dachdecken. Aber so viel ist letztendlich auch nicht mehr zu machen. Ich leg los. How I Built a Lego Castle from Scratch. Episode 148. Die Deckenverkleidung im Rittersaal auf der einen Seite ist jetzt schon mal fast fertig. Da komme ich aber auch heute nicht mehr weiter, weil da noch Teile fehlen. Zum einen brauche ich hier noch ein paar kleine Plates. 4x6, die habe ich nicht. Und die Spanen, die wollte ich noch ein bisschen dekorieren mit Blumen. Ich habe ja hier diese 1x3er Inverted Fliesen, das ist ja überall das Loch drinne. Und da wollte ich überall eine Blume reinsetzen. So, die Bogenkonstruktion hier über dem Podest, das schaut so aus. Das wird quasi genauso gebaut wie im übrigen Rittersaal. Und die verschwindet dann hier in diesem Treppenloch, einfach ein Wanddurchbruch und dann sollte das passen. Muss ich hier auch noch machen. Was noch fehlt, sind jetzt hier wirklich diese 1x4er Fliesen. Da muss ich jetzt eine Lage komplett rüber setzen, damit ich hier auf die entsprechende Höhe komme, um diesen Spalt dann wirklich vernünftig schließen zu können. Wie das hier auf der anderen Seite aussieht, weiß ich noch nicht. Da muss ich gleich mal testen. Aber das ist die Situation. Ich werde da jetzt auch nicht weitermachen. Ich muss mir auch Gedanken machen, wie ich nachher, ja, wie ich weiterbaue. Wie kriege ich die Fläche geschlossen? Ich muss ja die Bögen einsetzen, den ganzen Schrott hier einbauen, hier diese Inverted Fliesen Sachen. Das ist, glaube ich, nicht ganz ohne. Weil man muss ja immer Gegendruck ausüben. Ich muss mich irgendwie langsam vortasten. Das ist eine kleine Herausforderung. Wahrscheinlich werde ich hier diese Giebelseite einmal komplett zurückbauen, damit ich hier mit dem Arm durchlangen kann und Gegendruck ausüben kann. Ich weiß es nicht. Na gut, aber so sieht das nachher aus. Auf der anderen Seite ist, ja, ist einfach nur eine noppige Fläche im Moment. Wenn ich das mal zeigen darf, das schaut so aus, da kommen jetzt die C-Klemmen rauf und dann die, die Dachziegel, sprich Fähnchen. Aber das ist nicht Gegenstand der heutigen Folge. Gut, dann, ja, wenn ich die Wand eh nochmal wahrscheinlich wieder einreißen muss, werde ich da auch nicht anfangen hier mit großartig Mauerwerk, sondern ich werde hier großzügig jetzt Grünfläche bauen. Auf geht's. Bevor ich mit der Bepflanzung anfange, habe ich hier nochmal eine neue Spezies bei mir auf der Platte. Und zwar habe ich hier Stockenten mal versucht zu bauen. Hinten der Erpel, schön bunt in grau, grün. Und die weiblichen, die Hennen, hier im Vordergrund in braun. Diese Plate Modified, die Flügel darstellen. Bei den weiblichen Tieren sind ehrlich gesagt von Blue Bricks, weil Lego da
6 € irgendwas für ein Teil abruft oder Bricklink, weil das Teil extrem selten ist. Da habe ich mir lieber mal für wenige Euro 200 Stück bei Bluebricks bestellt. Und das Ergebnis sieht dann so aus. Man möge es mir verzeihen. Die Wasserkante ist soweit okay für mich. Ich habe da noch so ein paar gelbe Blümchen reingesetzt. Und hier hinten haben wir dann die große Schilfzone. Schaut so aus. Ich hätte da gerne noch ein paar von den tannfarbenen Stängeln eingebaut, aber da hatte ich nicht so viele. Aber so geht das auch. Hier nochmal ein Felsen und auf der grünen Fläche noch ein paar Einer in einer anderen Farbe. Das sieht alles gut aus. So, dann machen wir so wie hier drüben. Ein paar rote Blümchen, hier von diesen Bobbeldingern und noch ein paar Bäumchen, diese kleinen Sträucher. Alles hier voll ballern, dann sieht das glaube ich ganz gut aus. An Grünzeug ist jetzt so ziemlich alles verarbeitet, was ich so im Haus hatte. Kommt noch mehr hin, aber da fehlen dann halt Teile im Moment. Ist glaube ich ganz nett geworden. Auch ein paar mehr Tiere, hier Schmetterlinge und sowas und Kaninchen, Vögel, muss hier auch noch ein bisschen mehr rein. Dann habe ich hier sowas Fingerhutartiges hingestellt, kann man vielleicht erahnen. Aber hier muss auf jeden Fall noch ein größerer Busch hin und in diesem Bereich hier und hier oben oder beides oder auch hier, das muss noch ein bisschen wilder aussehen, da muss noch mehr Bewuchs hin. Beim nächsten Mal würde ich auf jeden Fall gerne hier diese Giebelfassade komplett verkleiden und ja dann hier auch die zweite Dachfläche zubauen. Das ganze Innenleben da, die Blümchen, die ich daran setzen will und die ganzen Bögen alles setzen. Ich hoffe, dass das alles hält. Wenn dann nachher hier überall die Spanen sind und die Zwischenbögen und so, dann ist das schon recht stabil. Auch hier der äußere Rahmen, der ist richtig gut geworden. Ja, Dach, Ziegel bzw. Fähnchen sind im Moment nicht so üppig am Markt vorhanden. Da muss ich mal gucken, wie ich das Problem gelöst bekomme. Ja, wahrscheinlich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Wie dem auch sei, damit bin ich raus. Ciao, ciao.